dass ihr euch wieder nicht an das Versprechen hält. Ja, wir haben dich reingelegt. Nein, das glaube ich nicht. Oh doch, sieh mal. Und jetzt zaubern wir alle gegen dich. Ich hab doch versprochen, dass ihr nett zu mir seid. Oh nein, sie hat ja immer noch unsere Superkräfte. Wie ist das möglich? Ihr werdet jetzt was erleben, denn noch einmal falle ich nicht mehr drauf rein. Und wie ihr seht, habe ich jetzt sogar alle Superkräfte und ich werde sie nie wieder los. Aber das geschieht euch recht. Und ich bin die stärkste von euch. Oh nein, sie dreht jetzt so richtig durch. Was machen wir? Na dann, lasst uns auch gegen sie kämpfen. Tschüss! Und wehe, ihr fragt je nach euren Kräften, denn jetzt habt ihr sie. Und es geschieht euch so recht, dass ich die Kräfte immer noch besitze. Ich will nicht mehr bei euch sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wie ist es gelaufen? Ja, was denkt ihr? Es ist so gelaufen, wie es auch vorher gelaufen ist. Sie wollten mich in den See schmeißen. Schon wieder. Nein, das glauben wir nicht. Oh doch, so war es. Wartet einfach, bis sie zurückkommen. Erzähl uns bitte, was ist passiert? Nein, wir warten einfach, bis sie zurückkommen. Dann können sie schön die Geschichte erzählen. Na, was ist jetzt los? Ihr habt doch etwas versprochen. Ich dachte, ihr wolltet nett zu eurer kleinen Schwester sein. Ja, das haben wir versprochen und wir wollten uns auch dran halten. Aber dann kam Chrissy auf die Idee, dass wir ihr einen Streich spielen. So, als ob wir noch immer böse wären. Aber als wir ihr den Streich dann gespielt haben, hat Aurea gedacht, dass es wirklich wahr sei. Aha, jetzt auf einmal war es nur ein Streich, ne? Vorher hat doch Chrissy gesagt, dass es gut ist, wenn ihr mich in den See wirft. Ja, das war nur so ein kleiner Gehirnpups. Ich glaub euch kein Wort. Doch, Aurelia, ich schwör's dir, das war wirklich nur ein Streich. Ja, bestimmt sagt ihr das jetzt nur, weil ihr Angst habt, da ich noch alle vier Kräfte besitze. Warte, was? Hast du immer noch die Kräfte? Du hast ihnen die Kräfte zurückgegeben und besitzt sie immer noch? Ja, zum Glück, sonst wäre ich bestimmt im See gelandet. Wow, wie kann das sein? Ich glaube wirklich, dass du was Besonderes bist. Du musst was Besonderes sein. Das heißt, du vereinst jetzt immer noch alle Kräfte. So wie es aussieht, ja. Aber immerhin brauche ich mir für die Zukunft keine Sorgen zu machen. Denn wenn sie irgendwann böse werden, dann werden sie es am eigenen Leib spüren. Na gut, dann ist es zumindest jetzt geklärt. Kommt mit, ich habe etwas ganz Leckeres gekocht. Wollt ihr wissen, was? Ich habe gar keine Ahnung. Hot Dogs. Yay, ich liebe Hot Dogs. Geht mir genauso. Und ich erst. Wie wär's, wenn wir ein Spiel spielen? Denn mir ist gerade ein bisschen langweilig. Ja, toll, machen wir. Was denn? Ich habe eine Idee. Und zwar, wir können Flaschendrehen spielen. Und wer dran ist, muss zaubern. Aber ich finde, dass Aurelia unbedingt dabei sein muss. Ja, bitte. Oh, wirklich? Ja, Schwesterherz, für was sitzt du denn mit uns hier im Kreis? Wir möchten dich halt einfach unbedingt dabei haben. Ich bin so froh. Vielleicht einigen sie sich jetzt endlich und spielen jeden Tag zusammen. Und ich hoffe, es bleibt für immer so eine schöne Atmosphäre.
Ja, wenigstens muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass sie Aurelia schlecht behandeln. Oh ja. Alle hassen mich. Niemand mag mich. Aber ich werde es allen zeigen. Ich habe die Superheldenformel, denn wenn das klappt, dann werde ich auch eine Superheldin und alle werden mich endlich lieben. Jetzt hoffen wir nur, dass es klappt. Oh, oh nein, was passiert mit mir? So nicht, ich wollte doch nicht, dass es so wird. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich muss schnell den zweiten Trag einnehmen. Oh nein, ich fühle mich so schlecht. Aber warum fühle ich mich so schlecht? Ich spüre Hass. Nein, das wollte ich doch so gar nicht. Okay, ich muss jetzt den letzten Trank trinken. Ich hoffe, dass der mir Glück bringt. Bitte, bitte. Oh, ich habe ein komisches Gefühl. Ich glaube, ich habe irgendeine Kraft. Ich werde es gleich ausprobieren. Ich spüre richtige Kraft und gleich dazu auch noch Zorn. Oh nein, warum spüre ich so viel Hass? Ich wollte doch eine Superheldin werden. Das ist mir egal. Denn wenn ich gefürchtet werde, dann bin ich auch berühmt. Oh ja, genau das. Denn damit kann ich sehr, sehr, sehr viel anstellen. Okay, die Party kann beginnen. Aber stopp! Irgendwas fehlt doch. Oh ja, jetzt sehe ich gut aus. Was gibt es denn hier in der Nähe, wo sich ein paar Leute aufhalten? Ah, ich weiß, hier in der Nähe gibt es einen Bahnhof. Perfekt, ich fange dort an. Entschuldigung, fahren Sie bitte los. Schnell, hier ist eine Superschurkin. Was? Superschurkin? Sind wir etwa hier in einem Film? Glauben Sie uns, sie hat Superkräfte. Erst gerade eben hat sie Leute weggepustet. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ah, Hilfe! Ich hab so Angst. Moment, ich höre da Gekreische. Jetzt muss ich mal nachsehen. Bitte! Ah! Hilfe! Stopp! Hören Sie auf damit! Oh nein, niemand kann mich stoppen! Polizei! Stopp! Sie müssen dringend kommen. Entschuldigung, hier scheint es am Bahnhof zu brennen. Da ist Feuer.
Anscheinend gibt es hier irgendjemand, der den Bahnhof zerstört. So eine seltsame Frau. Okay, wir kommen gleich. Achtung, Achtung, bitte den Bahnhof aktuell meiden. Irgendwas scheint da passiert zu sein. Anscheinend ist eine Super-Schurkin aufgetaucht. Augenzeuge haben berichtet, dass die Frau Superkräfte hat. Was? Eine Schurkin mit Superkräften? Das ist doch so schlimm, wenn man seine Kräfte für Zerstörung einsetzt. Oh nein, das ist so schlimm. Ich mach mich auf den Weg. Ich muss wirklich gehen. Stopp, Aurelia, wir haben auch Superkräfte. Und mit einer komme ich schon selber klar. Ich gehe jetzt. Denn jetzt bin ich auch mal dran. Ist das okay für euch? Okay, dann geh du zuerst. Wir wünschen dir viel Erfolg. Stopp! Lass doch die unschuldigen Leute aus dem Spiel. Willst du dich mit jemandem messen? Dann mess dich doch mit jemandem, der auch Superkräfte hat. Aha, oh, das wird jetzt noch spannender. Pff, na gut. Raus, geht alle raus. Denn ich habe jetzt jemanden, mit dem ich kämpfen kann. Los, verschwindet! Dein Feuer hat gar keine Chance. Denn meine Kräfte sind die stärksten. Dein Feuer macht mir auch nichts aus. Na, sieh mal einer an. Wir berichten live aus dem Bahnhof. Leider scheint die Böse alles weiter zu zerstören. Anscheinend hat jemand versucht, sie zu bekämpfen. Doch sie ist jetzt leider bewusstlos. Oh nein, Chrissy ist bewusstlos. Womit haben wir hier zu tun? Aber jetzt gehe ich. Nein, Aurelia, ich und Little Blue gehen jetzt zu zweit. Ja, das wäre das Beste. Okay, viel Glück. Danke, werden wir brauchen. Aha, was kann ich da sehen? 3 weitere mit Superkräften. Euch kriege ich ganz schnell erledigt. Na prima.